Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauer, in der Sozialsiedlung von Marco Rima. Eine sehr soziale Veranstaltung mit einer unglaublichen Fernsicht. Ja, genau. Aber wir sind alle neidisch. Moment, das spielt keine Rolle. Wir müssen ja ein bisschen. Ja. Wir müssen versuchen, die Würde zu wahren. Es ist hier ein wichtiger Freiheitspreis und das ist absolut unironisch gedacht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Es wird heute ein sehr schöner Preis verteilt werden. Und wir haben insgesamt 6 verschiedenen Kategorien Preise vorbereitet. Und einer davon ist Kultur. Und wir haben alle in der Bewegung, alle diese freiheitlich engagierten Organisationen, auch Zeitschriften und so weiter angefragt, ob sie mitmachen wollen. Und alle, die sich gemeldet haben, ist ein großer Pool von Mitmachern, haben da abgestimmt. Zum Teil waren es Vorstände von Vereinen, zum Teil waren es die Mitglieder selber. Bei der Freiheitspartei zum Beispiel, unsere Mitglieder haben hier elektronisch abgestimmt. Und seltsamerweise ist etwas Lustiges passiert, und zwar ausgerechnet in der Kultur, wo wir ja eigentlich sehr viele Aktivisten hatten, sage ich mal, Leute, die aktiv waren, sich für die Freiheit eingesetzt haben, für die Menschenrechte, Freiheitsrechte, Bürgerrechte, für ihnen nur 2 Namen. Und das war Marco Rima und Andreas Thiel. Da ist mir schon Bewohner abgefragt. Ja, ist doch ein bisschen. Das schränkt das Spektrum auf wenige Zeitschrift und Vereine. Genau, also es gab ja auch ganz andere tolle Künstlerinnen wie Yoki oder ja. Martin McKay. Es waren sehr viele aktiv, Sam Moser und so weiter. Aber es fielen nur eure beiden Namen. Was sehr außergewöhnlich ist, darum hat es auch nur 2 Nominationen in dieser Gruppe gehabt. Und jetzt muss ich vielleicht dich bitten, das Mikrofon zu halten und dann auch jeweils in die richtige Richtung zu strecken. Und wir haben hier jetzt also einen wunderbaren Preis. Das ist ein kleiner Staubsaugerroboter. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass das Mikrofon. Das ist wirklich, wenn ein kleiner Staubsaugerroboter ist. Genau. So. Und jetzt haben wir hier also einen Preis. Es ist wirklich ein besonderer Moment. Spannend. Es ist finanziert ohne Sponsoren von den Parteimitgliedern. Und es sind recht aufwendige Preise, muss ich sagen. Ich bin sehr besonders stolz auf unsere Mitglieder, dass sie uns das ermöglichen. Und zwar haben wir einen Preis. Fällt ihr auf, ihr seid immer Mitglieder. Ja, die ohne Schwänze sind auch gemeint. Das hätte ich so nicht gleich. Ja. Mit und ohne Glieder. Ja. Und er ist divers und die anderen. Das ist schon noch wichtig, finde ich. Das ist auch eine Erkenntnis aus dieser Zeit, dass wir eigentlich noch in eine andere Richtung gehen müssen, oder? Das ist jetzt eher dein Fach als meins. Genau. Also Marco, Sie haben es doch zum Teil schon weichgespült worden. Er hat vielleicht doch zu viel Kontakte zu Journalisten gehabt. Ja. Du bist ja schon ein bisschen Überdosis hast du gehabt. Gender inklusiv. Ja. Genau. Und trotzdem haben wir jetzt einen wunderbaren Preis. Was glaubt ihr, wer ihn gewonnen hat? Also ich finde ja, verdient er definitiv den Marco, weil er hat so eine Leidenszeit gehabt. Der Marco, der ist ja wirklich vom grossen, gefeierten Komiker gestürzt. Er ist wirklich tief abgestürzt zum Verschwörungstheoretiker und hat seinen Herr getroffen. Und ich habe ja total eine spassige Zeit gehabt, weil ich ja vorher vom Komiker gestürzt zum Rassist und ich bin ja in der Corona-Zeit aufgestiegen vom Rassist zum Verschwörungstheoretiker. Also mir ist das eine Zeit von der gesellschaftlichen Rehabilitierung gewesen. Also im Grunde genommen vom Leidensdruck her hast du eindeutig mehr geleistet. Genau. Ja, und ich bin ja der Meinung, dass Moment, wir reden hier. Wir haben auch deutsche Zuschauer. Um kurz zusammenzufassen, was er gesagt hat. Er hat was Lustiges gesagt. Und jetzt kommt. Ja, und obwohl der Marco viel lustiger ist. Der Marco, der ist quasi, wir sind 2 Pole in der Schweiz. Marco ist der lustige Tschechien Komiker Pole. Und ich bin der nicht lustige Komiker. Der Marco ist ein Schweizer mit ADHS oder ein Komiker mit ADHS-Syndrom. Und ich bin ein autistischer Komiker. Ja, aber meiner Meinung nach hat Andreas diesen Preis verdient, ganz klar. Weil er freiwillig komisch ist und nicht wie du unfreiwillig komisch. Und weil er nur schon aufgrund seiner Haarpracht, muss man ganz klar sehen, er positioniert sich in alle Richtungen. Er steht für eine breite, gefächerte Gesellschaft da. Und auch er ist ja für mich ein Wortakrobat, Wortkünstler. Und seine ganzen Zusammenfassungen in verschiedenen Medien, du hast ja auch für Medien deine Kommentare geschrieben, da muss ich schon sagen, ich habe das sehr bewundert. Wäre ich nicht verheiratet, hättest du
Bei mir keine Chance, aber meine Schwester hätte dich bestimmt toll gefunden. Und von daher für mich völlig... Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wir beide sind ja nicht offiziell jetzt bei diesem wunderschönen Dani Strickerfest anwesend. Und deshalb haben wir uns ja auch überlegt... Wer, haben wir ein schlechtes Gewissen? Ja, ja. Und wer könnte eigentlich auch noch nominiert sein oder über wen hätte man auf jeden Fall reden und müssen? Oder wer würde den Preis eigentlich wirklich verdienen? Ja. Im Gegensatz zu uns. Ja, ja. Das wäre wer? Ja, das mir kommt da in den Sinn der Mike Müller. Dann, diese subtile, feine Ironie. Ja, ja. Und auch Victor Jacobo, den ich wirklich nach wie vor liebe, weil ich kann mich ja nicht entlieben. Menschen, die ich mochte und deren Komik ich auch schätze, die mag ich ja immer noch. Also ich finde ihn wirklich lustig. Ja, ist er einfach. Ist er einfach. Einfach ja, ja, auch sein ganzes Erscheinungsbild. Ja, ja, aber ja. Ja, und das nicht nur, weil er dick ist. Du bist auch dick und lustig. Aber Nein, aber du bist ja lustig, nicht weil du dick bist. Das finde ich bei dir so lustig. Es war so schlecht, hat sich noch niemand rausgeredet. Aber nein, ja, die beiden haben vielen Menschen durch ihre Äußerungen auch viel Mut gemacht. Ja. Sie haben sich durch diese Zeit getan. Die haben auch sehr viel eingesteckt. Die haben ja von der Schwurbel-Szene wirklich, wurden die sehr ganz beschimpft. Brutal. Ja, und das finde ich Ich finde ja, die beiden, ich mag die sehr. Also ich mag sie wirklich. Ja, ich auch. Und deshalb hätten sie eigentlich diesen Preis verdient. Du siehst, der Stricker, der fummelt schon wieder an der Kamera rum. Ich sehe, dass es ein bisschen längere Sache ist. Darum wollen wir dann schon nicht das Toupet von Andreas Thiel abschneiden. So. Das war in der Und Haar. Natürlich Peach Weber. Ja, Peach Weber. Peach Weber auch. Die Legende. Es gibt ein paar, die eigentlich... Der war auch sehr subtil, mit einer subtilen Ironie unterwegs in dieser Zeit. Und sie haben den Leuten auch Mut gemacht, dass sie sich... Und trotzdem, trotz all dieser Subtilität, mit ihrer so feinen Ironie und so feinem Humor, dass man gar nicht mehr gemerkt hat, dass sie lustig sind, haben trotzdem nicht jene Leute den Preis bekommen, sondern jemand von euch. Moment, aber ich finde sie wirklich lustig. Ja, und ich mag sie ja. Ja, 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 ja. Also wenn ihr das jemals seht, wir mögen euch. Natürlich immer offen für uns. Also das Lustigste ist wahrscheinlich übersetzt auf Deutsch, die verstehen uns. Ja, also das Lustigste bei den Verkleidungen war ja immer Jacobo selber, bis ich gemerkt habe, als ich ihn auf der Straße gesehen habe, das war gar keine Verkleidung, das sieht wirklich so aus. Aber egal, er hat Thurgauer Witze gemacht. Nein. Harry Hasler. Nein, das geht nicht. Und hat sich nie dafür entschuldigt. Ja, für den Kamasutra Inder schon. Ja. Aber bei mir, Thurgauer, hat er sich noch nie entschuldigt. Ja, aber jetzt, meine Eltern sind Thurgauer und ich finde das schon beleidigend. Um noch ein bisschen Restwürde. Meine Mutter hat auch Äpfel geklaut, ist auch Thurgauer. Um ein bisschen Restwürde dieser Preisübergabe zu behalten, muss ich jetzt das Wort greifen. Aha, ja. Da gab es ja am Bodensee in Rorschach, da gab es mal den größten Ausländeranteil an der Schweiz. Und da sind die Bodenpreise sind so tief gesunken, dass man Häuser mit Seeanstoß am Bodensee hat kaufen können, weil da alle weggezogen sind wegen dem Ausländeranteil. Und da haben wir uns überlegt, ob wir da hinziehen sollen. Und haben Neues angeschaut und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir nicht wollten, dass unsere Kinder diesen Dialekt lernen. Aber ist es nicht so, dass in Rohrschach die meisten Sanitärinstallateure leben, weil man ein Rohr verlegt? Okay, vergiss es. Ja, ich glaube, okay, gut. Mit dem haben wir den Preis. Das Niveau wird nicht besser. Wir haben den definitiv nicht für den Preis. Ja. So, jetzt kommt die Schlusspointe. Ja. Ja, zum heiligen Finale, das ist nicht die Bibel, das ist der Preis. Und gewonnen hat ihn Marco Rima. Nein. Und Marco Rima hat einen Preis erhalten, und zwar im Volk. Wir wollten einen Bitcoin anhängen, aber es war doch ein bisschen zu billig. Ja. Also auf diesen Ausgang bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Echten Gold-Nugget. Wir können ein bisschen teilen. Entwickelt und wunderbar eingesteckt. Und wir haben hier noch den Preis als Plexiglas. Man hört mich gut, ja. Ach so. Und das wäre darum, also dein Preis, du hast im Vorgespräch gesagt, wirst du jeden Preis in den Hals hängen. Diesen Preis kannst du tatsächlich um den Hals hängen. Also ich freue mich enorm. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Preisen, aber... Eigentlich müsstest du jetzt mir sagen, wie es dir leid tut, dass ich den nicht... Ja, das soll ich jetzt gerne sagen. Komm doch, gut. Ja, ich habe wirklich, und das meine ich auch. Und ich sage dann, dass ich das wirklich dir das von Herzen gönne. Wo
geteilt wird. Das heisst, ich trage den Preis ein Jahr lang und gebe nachher an Andreas weiter, damit wir, weil wir wirklich im Herzen verbunden sind, auch als Nord- und Südpol und als... Ich muss dazu etwas sagen. Jetzt kommt der Bonus. Es ist kein Wanderpreis. Das Gemeine war, ihr hattet auf dem Punkt genau gleich viele Stimmen von den Organisationen, Teilnehmern und die Freiheitspartei, also unser Vorstand, war gezwungen, gemäß Statuten, uns für eine Person zu entscheiden und dich mochten wir einfach nicht besonders. Aber das ist jetzt das einfach ist Frisur. Du hast viel das war Frisur. Ja. Das war jetzt ehrlich. Das ist halt einfach, dick macht sympathisch. Ich muss das immer schon. Das ist einfach, dicke Menschen sind sympathisch. Ein Aprikosenwehen da oben parat. Man merkt, dass sie beide Geld mit dumm Schwatzen verdienen. Da habe ja ich Mühe mitzuhalten. Aber das Schöne ist, der Vorstand hat diesen Entscheid über Bord geworfen, hat gesagt, bereut. Wir wollen uns nicht entscheiden und haben darum einen zweiten Preis. Ja! Und darum erhält auch Andreas Thiel. Ich habe schon eine kleine Depression geschoben. Einen wunderschönen Gold Nugget mit einem wunderschönen Preis. Also wirklich, ist kein Witz, war wirklich mal, also teuer. Jetzt, muss man ist nicht, echtes nein, Gold. Nein, es ist wunderschön im Fall. Also das muss man jetzt mal sehen. Der Freiheitspreis Andreas Thiel in Kultur. Jetzt weiß ich gar nicht, sieht man. Ja, schau mal, wie das eingraviert ist. Also ich werde mich jetzt mal an dieser Stelle ganz herzlich bei der Jury für, also Orange Jury, nein, bei der Jury herzlich bedanken, dass der Andreas und ich so einen tollen Preis von dir hier in Strecke dürfen. Überreicht bekommen. Und das freut uns jetzt enorm. Das ist gell? Sensationell. Ja, wirklich ein Gold Nugget. Wow. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen grösser als meins. Nein, das ist nur senkrecht. Das war noch länger. Wir haben dir den schweren Nugget gegeben. Oder wir dachten, Marco Rima ist eher im Querformat unterwegs und darum haben wir ihm den schweren Nugget gegeben. Ja. Ich komme auch seltener durch die Tür durch. Von dem her stimmt alles. Hey, so mega. Hey. Danke viel. Ja, also jetzt bin ich ja wieder beruhigt. Vorher habe ich schon gedacht, es kriegt wieder der Dicke den Preis. Ich bin halt dick im Chef. Das war wirklich eine schöne Pointe, weil er wirklich, ja, das ist kein Witz, hat genau gleich viele Stimmen. Und wir hätten dann entscheiden müssen und wir haben uns geweigert. Ah, ist ja großartig. Ist ja großartig, ja. Großartiges Gewicht. Ich habe mich nämlich nicht so toll gefühlt jetzt so irgendwie. Mein bester Freund steht neben mir. Ein schlechtes Gewissen, gell? Ja. Also, ich hätte dir das schlechte Gewissen jetzt auch richtig gegönnt. Ja, ich hätte das gerne noch ein bisschen länger jetzt. Wobei ich ganz ehrlicherweise sagen muss, wenn er dann gegangen wäre, hätte ich es gefeiert. Yes! Genau. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, die Preise normalerweise sind wirklich hässlich und der ist mal richtig schön. Normalerweise sind diese Trophäen wirklich sehr... Ja, wir haben uns auch... Also und der Indianer drauf ist großartig. Unsere Vorständerin hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Danke viel mal. Ruth ist hier. Ja. Ruth ist hier. Wir müssen mal die Ruth umarmen. Genau, Ruth umarmen. Das ist genau. Sie ist nämlich... Hey, merci vielmal, Ruth. So, Ich wollte zum Interview haben, jetzt auch für Instagram. Das ist das Nugget noch für Nugget, ja, genau. Und kannst du mal den weißen Knopf drücken, da habe ich gerade schon das Instagram-Foto. Ich muss ein bisschen auf die Zehen gehen, damit ich nicht so viel kleiner bin als der da. Danke nochmals. Und nochmals. Und jetzt habe ich ein wunderschönes. Jetzt habe ich wieder 100 neue Abonnenten. Und ich habe den Andreas Thiel vorne dran. Ach schon, ja. Genau. Nice, super. Das ist halt der zweite Preis, genau. Aber das Interview müssen wir echt noch machen. Das werden wir irgendwann machen. Oh, Entschuldigung. Aber wir möchten es nochmal. Nochmal, genau. Ja, genau. Jetzt ist alles komplett. Jetzt noch ein bisschen in die Höhe heben, damit man den Nugget sieht. Aber Moment, jetzt ist diese ganz verdaut. Ich habe es extra gemacht, dass ich mit dem Namen nicht vorlesen. Okay, super. Vielen Dank fürs Einschalten. Teil des Videos am Samstag, das Sommerfest der Liebe, Strickerfest der Liebe, Daydance, 14 bis 22 Uhr, verleihen der anderen Freiheitspreise, sind andere tolle Leute nominiert. Wo bist du am Samstag? Ich bin Tafelmajor, also Zeremonienmeister auf Deutsch gesagt, auf einer Hochzeit. Und deshalb bin ich nicht da. Du bist auf einer Fähre. Ich bin auf einer Fähre. Von wo nach wo? Von Svenemünde nach Schweden. Jaha. Ja, das ist... Von Polen. Nyskavi, Prata svenska. Ich kann Schwedisch. Ich,
ich gelte als intellektueller Komiker, Berg kann mehr Sprachen und dann. Das sieht man, das sieht das tiefe Niveau, wenn Andreas Thiel intellektuell ist. Ich kann nur gut angeben. Okay, MS super. Genau, man hat nicht wahrscheinlich nicht mehr gehört. Ja. Aber ich habe ja auch noch eins. Also vielen Dank fürs Einschalten und kommt am Samstag zum Sommerfest und die beiden werden nicht da sein, zwei weitere Gründe zu kommen, oder? Ah ja. Also nicht im sexuellen Sinn, sondern im wörtlichen Sinn. Okay, wir sehen uns hoffentlich bald mal zu mir. Das ist ja phallusverdächtig, das passt zu mir. Ja, das ist der Dildo, hat die Mitte bekommen. Es ist groß, fett und schwarz. Darüber habe ich schon öfters geredet, aber heute ist nicht der Moment. Also wir freuen uns auf ein Interview mit dir. Machen wir gerne. Okay, super, da freue ich mich drauf. Freuen sich die Zuschauer vor allem drauf. Ja, zum Thema Freischwimmen im See. Okay, darüber reden wir noch. Ja. Danke, tschüss miteinander. Richtig schön, lacht an mir, ist das schön geworden.